Hallo Leute, ich bin Ultimate Spin Nash und wir werfen heute einen Blick auf eine der ältesten Waffengattungen, Pfeil und Bogen. Warframe hat derzeit 6 verschiedene Bögen, 3 davon sind aber eigentlich der gleiche, weshalb es eigentlich nur 4 sind. Paris, Dread, Xanos und der Neuzugang Daikyu. Zum einen haben wir den Paris, welcher sich auf Durchschlagschaden konzentriert und sich damit besonders gut für den Kampf gegen gepanzerte Grenier eignet. Der MK1 Paris ist eine Starterwaffe, die ihr im Tutorial wählen oder für 15.000 Credits erstellen könnt. Die Blaupause für den normalen Paris bekommt ihr im Markt für 20.000 Credits. Oder ihr kauft ihn fertig mit Slot und Beschleuniger für 225 Platin. Anmerkung, das ist es nicht wert. Die Teile für den Paris Prime findet ihr in der Void. Und da er keine weiteren Materialien benötigt, ist er für neue Spieler recht einfach zu bauen. Vorausgesetzt, ihr seid Meisterschaftsrang 4 oder höher. Ein Gegenstück dazu bildet der Dread, welcher sich auf Schnittschaden konzentriert und damit besonders gegen ungeschützte Gegner effektiv ist. Hinzu kommt, dass ihr Gegner mit dem Dread oft zerschneidet, womit ihr jedem Necros-Spieler eine Freude macht. Paris Prime und Dread unterscheiden sich von ihren Werten her kaum. Ihr Hauptunterschied ist die Schadensverteilung. Ihr bekommt den Dread oft vom Stalker. Wenn Stalker Senpai euch aber nicht notizen sollte, bekommt ihr für 800 Platin sein ganzes Set. Der Xanos spezialisiert sich auf Einschlagschaden und ist daher besonders für den Kampf gegen die Corpus geeignet. Leider ist er nicht auf der gleichen Stufe wie Dread oder Paris Prime, da seine Crit-Chance nur durch den Einsatz von Corrupted Mods gerade über 100% kommt und sein Crit-Multiplikator geringer ist. Hinzu kommt eine geringere Statuschance. Die Blaupause für den Xanos bekommt ihr im Markt für 20.000 Credits, oder ihr bekommt ihn fertig mit Slot und Beschleuniger für 225 Platin. Aber im Vergleich mit den anderen ist dieser Bogen kaum mehr als Meisterschaftsfutter. Der Daikyu geht mehr in die Richtung eines Langbogens. Zwar ist der Großteil seines Schadens Durchschlag wie beim Paris, allerdings ohne Schnitt und Einschlag völlig zu vernachlässigen. Generell ist der Daikyu langsamer. Außerdem muss er vollständig gespannt werden und kann die Spannung nur für 5 Sekunden halten, bevor sie zurückgesetzt wird. Der Einsatz von Schnellauslöser und widerwärtiger Beschleunigung ist hier praktisch Pflicht. Dafür besitzt der Daikyu einen höheren Grundschaden und eine hohe Statuschance von 45%, welche mit geteilter Kammer und 2 Dual-Stat-Mods zu 100% werden. Der Daikyu ist definitiv nicht mit dem Paris Prime oder Dread gleichzusetzen, ist aber auch kein Xanos. Wenn man bedenkt, dass der Paris eine Prime-Variante besitzt und der Dread wahrscheinlich ebenfalls Orokin-Technologie ist, ist der Daikyu eigentlich eine interessante Alternative. Ein Daikyu Prime könnte eine Top-Waffe sein, aber ich denke, da müssen wir uns noch etwas gedulden. Die Blaupause für den Daikyu bekommt ihr im Clan-Dojo für 15.000 Credits, sobald ihr die entsprechende Forschung abgeschlossen habt. Ihr müsst außerdem bereits die Axilettos erforscht haben. Der Bau des Daikyu benötigt außerdem ein Former. Alternativ erhaltet ihr den Daikyu fertig mit Slot und Beschleuniger für 225 Platin. Paris und Dread können mit Punktangriff über 100% Crit-Chance kommen, moddet also dementsprechend. Alle Bögen sind geräuschlos und sind damit hervorragend für einen Stealth-Spielstil geeignet. Der Schaden verdoppelt sich, wenn ihr den Bogen voll spannt. Eine Ausnahme bildet der Daikyu, da ihr den Pfeil hier nicht vorzeitig loslassen könnt. Wenn ihr den Bogen vollständig spannt, erhalten Pfeile auch ohne entsprechende Mods einen begrenzten Durchschlag, wodurch ihr mehrere Ziele hintereinander treffen könnt. Beim Zielen über große Distanzen müsst ihr die Flugbahn eurer Pfeile beachten, außer ihr benutzt den Daikyu. Insgesamt waren Paris Prime und Dread mal 2 meiner meistgenutzten Primärwaffen. Durch die Ankunft von Nullfeldern nutze ich sie inzwischen seltener, da es im Kampf gegen Corpus oder Corrupted einfach leichter ist, eine Soma Prime oder andere Waffe mit hoher Feuerrate zu nehmen. Ich hoffe wirklich, dass DE einen Weg findet, Waffen mit geringeren Feuerraten wieder ins Rennen zu bringen. In ihrem jetzigen Zustand sind Bögen nur gegen Infizierte, Grenier oder bis einschließlich T2 Void Missionen bedingungslos geeignet, obwohl sie an sich hervorragende Waffen sind. Listen carefully. Are we sure these are the targets? They seem so inconsequential. That one will be difficult to replace. Unacceptable!
tiny little brainy things you shadow are! The Groostrike 3 have been eliminated. Impressive. But Tenno, next time follow my orders.